herzlich willkommen bei die Sachsengriller. Es ist wieder mal Freitag. Wir haben uns ein neues Video für euch einfallen lassen. Und ihr verhört euch jetzt nicht, ihr habt doch keinen Hörsturz oder sonst irgendwas. Der Marco möchte uns heute einen Blumenkohlkuchen machen. Sag das doch nicht so langweilig, Gemüse ist doch schön. Ja, aber Blumenkohl und Kuchen, das passt irgendwie nicht ganz so zu den Sachsengriller. Aber der Marco, der will uns das Gegenteil beweisen. Das wird so passieren. Und das kann er jetzt gleich mal zeigen. Auf geht's, was schießt ihr rum? Ab zu den Zutaten. Für unseren Blumenkohlkuchen brauchen wir einiges an Zutaten. Das sind in dem Fall Blumenkohl, frischer Blumenkohl. Wir brauchen des Weiteren Paprika, Zwiebel, Knoblauch, einen Bergkäse, also Käse nach Geschmack. Aber ihr wisst ja, bereits hatten wir das schon des Öfteren gesagt, der Geschmack fällt natürlich mit einem guten Käse. Wir brauchen weiterhin Mehl, Gewürze vom Achterhof, wären hier Paprika, Pfeffer und Salz. Wir brauchen Eier, etwas Backpapier und damit der André nicht ganz so traurig ist, habe ich mich noch entschieden, wir werden hier noch ein paar Schinkenwürfel mit hineingeben. Ich werde das jetzt alles klein schnippeln und dann sehen wir uns schon zum nächsten Zubereitungsschritt wieder. Für unseren Blumenkohlkuchen bedarf es natürlich einiges an Vorbereitung. Wir haben hier mittlerweile den, ich denke mal, das sieht man nicht so gut durch die Sonne, welche natürlich auch schön ist. Den Blumenkohl bringen wir hier kurz zum Kochen, der wird 5 Minuten blanchiert, in kleine Röschen geschnitten. Hier haben wir unsere Gusspfanne vorbereitet mit etwas Öl darin. Und hier braten wir jetzt unsere klein geschnittene Zwiebel, Knoblauch und den Paprika an. Das wird richtig schön angeschwitzt. Wenn das der Fall ist, dass das alles schön glasig angeschwitzt ist, sollte so circa 4 Minuten dauern. Ziehen wir das runter, lassen das erkalten und kommen schon zum nächsten Schritt. Die einzelnen Schritte natürlich und sowie die Mengenangaben und Zutaten findet ihr natürlich wie gewohnt auf unserer Webseite in der Kategorie Rezepte. Gut, ich werde das hier mal ein bisschen anschwitzen und wir sehen uns dann schon am Tisch zum nächsten Schritt wieder. Kurz bevor wir die Pfanne von der Hitze nehmen, würzen wir das Gemüse noch ab mit etwas Salz und etwas Pfeffer. Hier natürlich die Gewürze, wie ihr natürlich auch von uns gewohnt seid, kann jeder nach seinem Geschmack verwenden. Das soll es dann auch schon mit dieser Sache gewesen sein. Und wir kommen jetzt zum Herstellen unseres Kuchenteiges. Wir kommen jetzt zum fast einfachsten Schritt. Wir haben hier in unserem Topf die 6 Eier. Da geben wir jetzt hinzu 5 Esslöffel Mehl. Etwas Pfeffer. Auch hier wieder frei nach Belieben. Salz. Und wir haben uns hier nochmal dazu entschieden, dass wir noch etwas Paprika mit hineingeben. Paprika scharf in dem Fall. Das Ganze wird verrührt. Richtig schön ordentlich. Dass das alles miteinander verbunden ist. Richtig schön glatt rühren. Das werde ich natürlich jetzt 5 Minuten tun. Ohne euch, das wäre doch viel zu langweilig. Und dann kommen wir schon zu den nächsten Zutaten. Wenn es letztendlich dann so aussieht, dass wir einen schönen, glatten, noch flüssigen Teig haben, geben wir 2/3 unseres Käses hinzu. Und unsere Blumenkohl und den angedünsteten Paprikamix aus der Pfanne. Das kommt jetzt alles mit in den Topf. Ich sollte beim nächsten Mal vielleicht doch einen etwas größeren Topf wählen. Ich habe dir es auch noch vorher gesagt. Ja, ja, immer nur sagen, immer nur als Hintergrund die Stimme. Und das Ganze heben wir jetzt unter unseren Teig.
dass das alles schön miteinander vermengt, vermischt ist. Richtig schön unterheben, dass überall die ganzen Blumenkohlröschen umschlossen sind mit dieser Eimehlmasse. Wie gesagt, ehe der André böse guckt, geben wir hier noch ein paar Schinkenwürfelchen dazu. Ich hoffe, er sieht es. Ja, Gott sei Dank. Man sieht gar nicht mehr so schlecht aus, oder? Ja, es riecht bis jetzt auch ganz gut. So, das ist alles gut vermengt. Kommen wir zu unserer Auflaufform. Wir haben alles gelegt mit Backpapier. Und da hinein kommt jetzt logischerweise, könnt ihr euch bestimmt denken, unser Gemüsemix. Für die Mengenangaben merke ich gerade, ist die mittlere Konsistform von dem Schwedenhaus unseres Vertrauens die optimale Größe. Das Ganze streichen wir ein bisschen breit, damit wir überall die gleiche Stärke haben, circa. Gleiche Kuchenstärke, richtig schön andrücken. Und als nächsten Schritt geben wir noch den restlichen Käse, den wir übrig gelassen haben. Wir hatten ja 2/3 in die Masse mit reingegeben. Geben wir hier noch grob mit drüber. Wie gesagt, auch hier nochmal am Rande erwähnt, der Geschmack steht und fällt mit einem guten Käse. Wir haben hier wieder einen Bergkäse. Diesmal haben wir keinen Gruyère. Wir haben mal einen anderen versucht. Mal sehen, ob wir das bereuen werden. So, das Ganze kommt jetzt in unseren Ofen. Welcher das ist, werdet ihr natürlich gleich sehen. Als unseren Ofen haben wir hier unseren, vielen Dank nochmal Sophie, Petromax FT18. Den haben wir schön vorgeheizt auf ca. 180 Grad. Und dass wir den nicht einsauen, haben wir uns für die Konsistform entschieden. Die passt optimal hier rein. Hier müsst ihr natürlich aufpassen, mehr Hitze von unten, weil die steht nicht ganz unten, die Form, und etwas weniger Kohlen oben drauf. Wir haben Restkohlen verwendet, deswegen haben wir keine genauen Mengenangaben, aber wir versuchen das noch für euch rauszufinden, beziehungsweise es gibt auch Faustformeln. Genau, wir schließen das Ganze jetzt, den Deckel, schauen mal nach 30 Minuten nach, es sollte so 40-45 Minuten dauern, aber sich selber schauen wir dann nochmal gemeinsam nach. Es sind 30 Minuten vergangen. Ich weiß, ich habe versprochen, dass wir zwischendurch mal nachschauen, aber wir schauen jetzt gemeinsam hinein nach 30 Minuten. Spannung steigt. Oh, Geruch kommt. Uiuiui. Da drehe ich mich gleich mal so. Von 40 Minuten sind wir ausgegangen. Aber ich denke mal, das wird jetzt reichen. Das Gemüse war ja alles schon vorgegart. Ach, der Duft, der Käse, ist wirklich der Hammer. Und hier, also dieser FT18 einfach als Ofen zu nutzen, war wirklich eine sensationelle Idee. Wir holen das jetzt raus, oder ich hole das jetzt raus, werden noch ein Tellerbild anrichten, beziehungsweise mal sehen, ob wir ein Tellerbild hinbekommen. Und dann sehen wir uns schon beim Verkosten wieder. Ich werde dem André mal zeigen, wie gut Gemüse schmecken kann. Ha. Ja, wie ihr schon im FT18 gesehen habt, der Kuchen ist gebacken. Jetzt haben wir uns natürlich schon wieder obligatorisch mit der Gabel bewaffnet und wollen natürlich verkosten. Genau, und ich zeige es dem André, wie das Gemüse schmeckt. Naja. Der Käse bringt richtig schön Bumsen an. Könnte ein bisschen mehr gewürzt sein. Ein bisschen Salz und Pfeffer könnte man auch ruhig dran tun. Aber ansonsten, was sagst du von der Konsistenz vom Schneiden her? Wie ist es gewesen? Vom Schneiden her optimal. Also wir haben es jetzt natürlich, also wir haben es ja, wir nennen es ja Blumenkohlkuchen.
Wir haben es jetzt in unserer Konsistform gemacht. Man kann natürlich auch einen rechteckigen Kuchen schneiden. Also das Ei ist gestockt. Wie gesagt, ein bisschen mit den Gewürzen noch spielen bei uns. Für uns ist es jetzt ein bisschen zu fad. Aber das ist ja jedem selber überlassen. Aber die Mengenangaben, die wir hier geben, rein von den Zutaten her, treffen optimal zu. Schöne Sache, wenn man wieder Besuch kommt, kann man auch in großen Mengen machen. Mal gesund. Und man kann hier natürlich auch variieren. Man kann hier mal noch ein bisschen mehr Speck reinmachen. Man kann anderes Gemüse mit reinmachen, wie jeder will. Einfach nur. Und wie gesagt, ich sage es immer wieder gern, achtet darauf, was ihr für eine Käsesorte nehmt. Weil da ist richtig schön Geschmack dahinter. Tja, ich möchte auch noch ein kleines Schlusswort sagen. Ich muss dem Marco leider recht geben, es schmeckt. Danke. Macht man natürlich nicht gerne, aber es schmeckt eben halt. Und warum soll man das nicht sagen? Und da bleibt eigentlich gar nichts mehr übrig zu sagen, außer zum Nachmachen empfohlen. Ja. Auf jeden Fall. Das war was anderes, komplett anderes. Und wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben, Abo abschließen, so verpasst ihr gar keine Folge mehr von die Sachsengriller. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann am nächsten Freitag wieder. Bis dahin. Genau. Ein schönes Wochenende euch. Bis dahin. Ciao. Ciao.